50 Jahre. Geburtstagskind Öger Akgün hatte geladen und sorgte für ein volles Haus. Viele Freunde und Geschäftspartner bescherten Öger Akgün einen unvergesslichen Abend. Das Ambiente in Jürgen Gosch Restaurant am Nisterhafen war dem Anlass angemessen. Jeder Gast wurde einzeln begrüßt, Geschenke überreicht und selbstverständlich wurden Erinnerungsfotos geschossen. Übrigens hatte Akgün im Vorfeld um Spenden für den Fond Familien in Not statt großer Präsente gebeten. Die Spendenkontonummer haben wir auf unserer Webseite veröffentlicht. Neben Lokalpolitikern waren viele Größen aus der Sylter Wirtschafts- und Medienwelt anwesend. Und Öger kam nicht darum herum, sich das Mikrofon zu schnappen und ein, zwei Worte an die Gäste zu richten. Er ist mehr ein Mann der Tat, nicht des gesprochenen Wortes. Gefeiert wurde bis in den frühen Morgen. Und, das darf nicht fehlen, natürlich auch gut gegessen. Das Sylt 1 TV-Team wünscht Öger Akgün alles Gute.